Auch tauglich sind als Jagdwerkzeuge bei der Nachsuche von verletzten und noch nicht getöteten Tieren. Aber einen Freibrief von der Waffenpasspflicht halten wir für eine überzogene Ausweitung dieses Rechts auf ein offenes Führen von Kategorie B-Waffen und sehen das nicht als notwendig an. Wenn die Wildsau angeschossen im Unterholz liegt, habe ich mich schlau gemacht, dann wird zumeist mit einer Messer sie geknickt. Die Notwendigkeit, mit einer Faustfeuerwaffe auf sie einzuballern, besteht nicht. Und noch dazu sieht das Gesetz schon jetzt die Möglichkeit der Ausstellung eines Waffenpasses vor, wenn Jägerinnen einen jagdlichen Bedarf anmelden. Ich weiß aufgrund meiner Anfragen die Antworten von Vizekanzler Strache, Minister Hofer, Ministerin Hartinger-Klein, dass sie ganz privat bei der Familie Glock auf Besuch waren. Ich habe weitere Anfragen gestellt, um dem nachzugehen. Wir sind kritisch, dass hier bei der ersten Möglichkeit es zur Liberalisierung an dem Waffengesetz kommt. Ich werde mit Argusaugen darauf schauen, ob weitere Liberalisierungen bei den weiteren Gesetzen vorgenommen werden. Wir als NEOS sind nicht überall für Liberalisierung, sondern auch hier dafür, dass man das Recht der Waffenbesitzer verhältnismäßig austariert mit dem Recht der Menschen auf Sicherheit in diesem Land. Und wir werden weiterhin beobachten, wie hier die Bundesregierung vorgeht. Vielen Dank. So, Stefanie Crisper von den NEOS. Nächster Redner am Weg zum Pult. Zu Wort gemeldet Günter Kumpitsch von der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Hohes Haus, Kollegin Biesmann, die leider nicht da ist, hat heute hier am Rednerpult eindrucksvoll den Ali und seine Probleme vorgestellt. Ich möchte Ihnen kurz die Probleme der heimischen Bevölkerung darstellen und Ihnen zwei Beispiele geben. Zum einen den Ali, zum einen den Jaffa, der Jaffa S., ein 23-jähriger afghanischer Asylwerber. Er hat am 17. März 2018 am Praterstern blindlings auf ein 17-jähriges Mädchen und deren Eltern eingestochen. Der Jaffa ist einer, der 2015 mit der Migrationskrise nach Österreich gelangt ist und bis jetzt Drogen gedealt hat. Das Motiv der Tat, er war mit seiner Lebenssituation unzufrieden. Ich möchte Ihnen auch noch den Saber A. vorstellen. Der hat gestern in Steyr seine 16-jährige Freundin erstochen, ist dann geflüchtet und hat sich heute gestellt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das sind nur zwei Beispiele für unzählige Messerattacken durch sogenannte Schutzsuchende, die sich die Bevölkerung ausgesetzt sieht. Kollege Gahr hat das schon gesagt. Die Anzahl der Stichwaffenattentate hat sich innerhalb von 5 Jahren, vom Jahr 2013 bis 2017, um 75% erhöht. Man muss sich das einmal vorstellen. Wir liegen jetzt bei 3.282 Tatverdächtigen. Das ist ja eine abnorme Zahl. Und aufgrund dieser Entwicklung war es zum Schutz der eigenen Bevölkerung unumgänglich, dass wir das bestehende Schusswaffenverbot für Asylwerber und Asylberechtigte auf alle Formen von Waffen ausdehnen. Das heißt, wie der Kollege Herbert schon gesagt hat, auch das sogenannte Küchenmesser in der Öffentlichkeit ist hinkünftig verboten und wird unter Strafe gestellt. Denn eines, Kollege, ist nicht einzusehen, dass wir genau jener Personengruppe, von der das größte Bedrohungspotenzial ausgeht, das Tragen von Waffen ermöglichen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Waffengesetznovelle sorgen wir überhaupt der missbräuchlichen Verwendung von Feuerwaffen für kriminelle Zwecke den Kampf an. Denn ab jetzt besteht eine Verpflichtung, anzuzeigen, wenn jemand anderem eine Waffe überlassen wird. Künftig sind auch Waffenhändler verpflichtet, verdächtige Transaktionen unverzüglich der nächsten Sicherheitsdienststelle zu melden. Und für den Fall, dass es um Munition geht, ist unverzüglich, wenn ein Verdacht begründet ist, die nächste Sicherheitsbehörde zu verständigen. Denn wenn wir an die islamistischen Terrorangriffe in Paris, in London, in Berlin denken, aber wenn wir auch nur denken an die beinahe täglichen Überfälle, Einbrüche, Banküberfälle,
die wir hätten verhindern können, wenn wir gewusst hätten, in welche Hände die Waffe kommt, beziehungsweise welchen Zweck die Munition dient, dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir diese Gesetzesbestimmung aufgenommen haben. Und eines noch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Waffenpass wurde schon angesprochen. Das ist das Dokument schlechthin, das zum Führen einer geladenen Faustfeuerwaffe berechtigt. Und da ist es schon so, wenn jemand das Recht haben soll, eine geladene Waffe in der Öffentlichkeit zu führen, dann wollen wir dies sicherlich nicht von Personen, die einen extremistischen oder einen islamistischen Hintergrund haben. Das werden wir nicht zulassen. Das ist einem modernen Rechtsstaat nicht zumutbar. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch meinen Dank der SPÖ aussprechen, die wirklich konstruktiv war und wir es uns ermöglicht hat, dass wir in einem gemeinsamen Abänderungsantrag beschlossen haben, dass hinkünftig auch eine Waffenbehörde die Möglichkeit haben soll, die Ausstellung eines Waffenpasses dann abzulehnen, wenn es um Personen geht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, sie werden einen verfassungsgefährdenden Angriff nach dem polizeilichen Staatsschutzgesetz begehen. Sozusagen, meine Damen und Herren, geht es hier nicht nur darum, die zugrunde liegenden EU-Waffenrechtslinie-Richtlinie ins österreichische Recht umzusetzen. Nein, es ist in Wahrheit eine ausgewogene, nötige Mischung zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und den Freiheitsrechten des Einzelnen. Danke. In dieser mit breiter Mehrheit unterstützten Novelle zum Waffengesetz gibt es von den Regierungsparteien sogar Lob für die Opposition, wie jetzt von Günter Kumpitsch von der FPÖ. Zählt, wo man nicht genau weiß, einen Ordnungsruf. Gleichfalls auch für Sie, Grabsch, dem Abgeordneten Haider, und für Sie sind eine Schande, dem Abgeordneten Jennewein. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Androsch. Nächster Redner, Maurice Androsch von der SPÖ, ebenfalls sehr Polizeibeamter. Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ein Mehr an Waffen in der Öffentlichkeit mit einer Ausweitung der Rechte, Waffen zu tragen, jetzt unmittelbar zur Sicherheit vermehrt beiträgt, wenn es um das Thema der Schusswaffen geht. Der Grund, warum wir diesem Gesetz zustimmen, sind vor allem die Verschärfungen, die in diesem Gesetz mitverankert sind. Das ist zum einen, wie schon erwähnt worden ist, die Frage der psychologischen Tests für die Eignung, Waffen zu führen bzw. Schusswaffen zu führen mit einer 6-monatigen Sperre bei Nichtbestehen dieses Testes, bei einer 10-jährigen Sperre, wenn zum dritten Mal dieser psychologische Test nicht bestanden worden ist. Das finde ich sinnvoll und richtig. Damit hört auch dieser Tourismus auf, immer wieder und immer wieder solche Tests zu absolvieren, bis man es dann irgendwann vielleicht endlich einmal schafft. Denn das ist keine Frage der Zuverlässigkeit, wenn Personen hier mehrmals antreten und schon nach dem dritten Mal müssen wir wissen, dass es hier eine Notwendigkeit gibt, eine Sperre zu tun. Der Hauptpunkt und der Kern ist eigentlich das Thema der Verschärfung und auch genauer hinzusehen, wer denn Waffen in Zukunft tragen darf, wer eine Schusswaffe bei sich führen darf, im geladenen Zustand bei sich führen darf, einen Waffenpass erwerben darf. Und da ist es wichtig, gerade die Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit abzufragen. Und wir haben gesehen, rund um die Causa des BVD-Untersuchungsausschusses, dass wir hier eine Lücke offen hatten im Gesetz, die auch in der Regierungsvorlage, auch in der Gesetzesvorlage zu schließen war. Daher war es uns wichtig, hier auch einen entsprechenden Abänderungsantrag einzubringen, der uns die Möglichkeit gibt, dem Verfassungsschutz schon hier eine Stellungnahme dazu abzugeben, wenn Menschen sich im extremistischen Bereich bewegen, egal in welchem extremistischen Bereich, wenn der Verdacht besteht, dass sie mitunter einen Angriff nach dem polizeilichen Staatsschutzgesetz setzen könnten oder in Verdacht stehen, irgendwann einen zu planen. Das heißt, eine vorbeugende Maßnahme, die hier zusätzlich eingebracht worden ist. Ein zweiter Punkt, der uns wichtig war und heute auch schon angesprochen worden ist, ist das Thema bei der Aussprache von vorläufigen Waffenverboten durch die Exekutive auch tatsächlich alle Waffendokumente abnehmen zu können. Weil es macht keinen Sinn, zwar Waffenpass und Waffenbesitzkarte sicherzustehen, aber dann ein waffenrechtliches Dokument, wie es die JKD ist, letzten Endes zu belassen und damit die Tür aufzumachen in einer erhitzten Situation, wie es oft auch in den Familien bei häuslicher Gewalt und dergleichen vorkommt und vorkommen kann,
dann noch den Zugang mitunter zu erleichtern, auch eine Waffe zu besorgen. Da bin ich auch sehr zufrieden und dankbar dafür, dass auch von den Regierungsparteien diese Themen mit aufgenommen worden sind und auch hier mit eingearbeitet werden in das neue Gesetz. Man muss aber grundsätzlich sagen, wie ich schon gesagt habe, mehr an Waffen wird nicht ein Mehr an Sicherheit bringen, aber ein Mehr an Kontrolle, ein Mehr an Beobachtung und auch ein genaues Hinschauen auf das Thema der illegalen Waffen. Wir wissen, dass eine hohe Dunkelziffer an illegalen Waffen in Österreich im Umlauf ist. Wir wissen, dass hier natürlich die Kontrolle eine schwierige ist. Das gebe ich schon zu, dass es hier auch schwierig mitunter ist, auch Maßnahmen zu setzen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, wo wir den Blick hinwenden sollten. Und da darf ich Sie ersuchen, Herr Minister, auch hier noch genauer nachzuschärfen und Vorschläge zu bringen, wie wir hier gerade im Bereich der illegalen Waffen mehr tätig sein können. Denn wir wissen, dass von mehr als 1000 Delikten, die mit Waffen begangen worden sind, rund 2/3 mit illegalen Waffen getan werden. Also eine sehr eine hohe Zahl, die unser besonderes Augenmerk verdient. Herr Kollege Herbert, danke natürlich euch auch für die Zustimmung zu diesen Abänderungs- und Entschließungsanträgen. Aber eins muss ich schon sagen, dieser Versuch, wenn die SPÖ auch bei einem Gesetz mitgeht, trotzdem den Versuch zu starten, hier in sehr untauglicher Weise, und es im Gesetz gibt so den Ausdruck des untauglichen Versuches, intensiv einen Keil treiben zu wollen zwischen die FSG und die SPÖ. Das ist ein schwaches Mittel, das war ein untauglicher Versuch, das war ein Versuch, hier Bereiche auseinander, Vorfeldorganisationen mit unserer Partei auseinanderzutreiben. Ich darf dir sagen, dieser schwache Versuch ist nicht strafbar, denn der war untauglich und ist nicht getroffen. Dankeschön. Maurice Androsch von der SPÖ weist auf die verschärften Verlässlichkeitsprüfungen hin. Anlass der strengeren psychologischen Gutachten war jüngst der Fall eines Sicherheitsmannes mit rechtsextremem Hintergrund, der beim BVTU-Ausschuss zum Einsatz gekommen ist. Nächster Redner, der Sprecher für Polizeiangelegenheiten der ÖVP, Karl Mahrer. Ein neues Waffengesetz kann schon sehr polarisieren. Und ich glaube, wir haben hier im Hohen Haus nicht nur im Ausschuss, sondern auch heute hier bewiesen, dass es auch anders geht. Wir haben es nicht nur geschafft, eine Novellierung des Waffengesetzes zu erreichen, die die EU-Richtlinie in wesentlichen Punkten, also in den wenigen Punkten, die in Österreich noch nicht nationaler Standard war, umzusetzen. Wir haben es auch geschafft, Maßnahmen zu finden, um gegen Kriminalität, gegen organisierte Kriminalität, gegen Terrorismus vorzugehen. Wir haben verwaltungsvereinfachende Maßnahmen getroffen und wir haben auch letztlich die Stärkung gefährdeter Berufsgruppen erreicht. Und ich danke schön. Ja. Ich denke, dass die Aussagen, insbesondere der Opposition, für mich sehr positiv waren. Danke an die Neos für die Zusage der Zustimmung. Danke auch für die sehr fairen Aussagen von Angela Lueger und der Haltung der SPÖ. Und ich sage auch Danke zu Frau Dr. Zadic, denn sogar Frau Dr. Zadic hat wörtlich gesagt, das Gesetz ist gar nicht so schlecht gelungen. Also ich denke mir, ein Anlass, dem Herrn Bundesminister für Inneres und seinen Experten einmal herzlich zu danken für diesen ausgewogenen Entwurf, der heute zur Beschlussfassung vorliegt. Ich denke aber auch, und wir haben heute sehr viel über Symbole gesprochen, über Signale, wir setzen mit diesem Waffengesetz auch Signale. Wir setzen Signale und eine Antwort auf bedauerliche Entwicklungen der letzten Jahre. Sie sind heute schon geschildert worden. Ich gebe noch eine Zahl dazu. Von 2008 auf 2017 hat sich die Anzahl der Delikte mit Hieb- und Stichwaffen sogar verfünffacht. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier Handlungsbedarf und ich glaube, der Handlungsbedarf ist heute bereits im Detail genau geschildert worden, was die Erweiterung des bisher geltenden Schusswaffenverbotes für Drittstaatenangehörige auf alle Waffen betrifft. Das ist deutlich gesagt worden. Es geht auch um die Verschärfung im Bereich der halbautomatischen Schusswaffen, der Faustfeuerwaffen mit großen Magazinen. Es geht um die Meldepflicht der Waffenhändler. Es geht aber auch um die verstärkten Möglichkeiten für die Exekutive, vorläufige Waffenverbote aussprechen zu können. Und das bedeutet, und damit bin ich beim nächsten Signal, eine weitere wichtige Unterstützung für die Polizei.
Ich kann den NEOS nur zurufen, also ich und ich glaube, ein Großteil der hier Anwesenden hat größtes Vertrauen in die Kompetenz der Polizistinnen und Polizisten bei der Umsetzung der nun zu beschließenden Richtlinien. Aber, meine Damen und Herren, es wird auch, und das möchte ich jetzt sozusagen neben den Inhalten betonen, weil es so wichtig ist, weil uns auch viele Bürgerinnen und Bürger und Polizistinnen und Polizisten zuhören. Diese Bundesregierung und auch die Regierungsfraktionen, die stehen hinter ihrer, neben ihrer, vor ihrer Polizei. Und ich glaube, mit dieser Unterstützung bei der Arbeit der Polizistinnen und Polizisten bringen wir das auch nachdrücklich zum Ausdruck. Zum Schluss, meine Damen und Herren, glaube ich, geht es darum, und das ist heute auch angesprochen worden von einigen Teilen der Opposition, die Exekutive muss bei ihrer schweren Arbeit auch den Rücken gestärkt erhalten, auch dort, wo es Bedrohungen im Privatleben gibt. Und wir waren in den letzten Wochen und Monaten immer wieder konfrontiert mit Angriffen gegen gefährdete Berufsgruppen. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass nicht nur künftig Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, sondern auch die Justizwache und die Militärpolizei ohne gesonderten Nachweis des Bedarfs einen Waffenpass erhalten können. Gefährdete Berufsgruppen, meine Damen und Herren, brauchen unsere Unterstützung. Und auch diese Unterstützung wird mit dem neuen ausgewogenen Waffengesetz geleistet. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich danke für diese Diskussion, die auch zeigt, auch bei unterschiedlichen Zugängen, man kann einander auch finden. Ich danke allen Abgeordneten, die diesem Gesetzesentwurf heute zustimmen werden. Das ist ein richtiger Weg für ein sicheres Österreich. Das neue Waffengesetz stelle eine weitere Unterstützung der Polizei dar, so der Wiener Landespolizeivizepräsident und ÖVP-Abgeordnete Karl Mahrer. Am Wort Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ. Gleich anschließen. Ich glaube, dass die breite Zustimmung zu dieser Novelle des Waffengesetzes zeigt, dass es uns in einer schwierigen und heiklen Materie gelungen ist, das rechte Maß zu finden, den goldenen Mittelweg quasi gemeinsam auszuloten. Und darüber freue ich mich sehr. Frau Abgeordnete Zadic, Sie werden es nicht, vielleicht nicht glauben, aber wir haben etwas gemeinsam. Wir beide sind sozusagen waffenfrei und ich habe auch nicht vor, mir eine Waffe zuzulegen. Ich habe kein Bedürfnis, ich brauche das nicht. Aber etwas unterscheidet uns und das ist der Punkt, dass ich es jedem zugestehe. Jeden Bürger nach klaren Regeln und auf Basis von klaren Auflagen dann auch von seinem Recht Gebrauch zu machen, sich eine Waffe zu besorgen und eine Waffe zu besitzen, ohne dass er dafür an den Pranger gestellt wird oder dass man der Versuchung sich unterlegt, dass man dann von manchen irgendwo in ein halbkriminelles Eck gestellt wird. Ich glaube, das muss man schärfstens zurückweisen und es ist mir wichtig, das auch einmal loszuwerden, dass der Waffenbesitz nicht etwas ist, wo man Menschen auch nur in die Nähe eines Verdachts des Missbrauchs bringen sollte. Also insgesamt glaube ich, dass wir hier einen guten Schritt gemeinsam vorangekommen sind. Wir haben die EU-Richtlinie umgesetzt, ohne es exzessiv zu übertreiben. Wir haben ja gesagt, dass wir Golden Plating für kein besonders gutes Rezept halten, dass man Bestimmungen der Europäischen Union in allen Bereichen übererfüllt. Und genauso sind wir auch hier vorgegangen. Und deswegen gibt es auch eine sehr, sehr, denke ich, umfassende und praktikable Lösung, was Übergangsbestimmungen betrifft. Vieles ist ja heute schon angesprochen worden, aber auch was den Umgang mit denjenigen Waffen betrifft, die sich jetzt schon im privaten Besitz befinden. Hier haben wir sehr, sehr praktische Übergangsfristen gefunden und niemand ist dazu genötigt, seinen bisherigen Bestand in irgendeiner Form abzugeben. Das heißt, es wird niemand auf gut Deutsch enteignet, wenn es um seine bisherigen Waffen geht. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Ansonsten zeichnet sich diese Novelle vor allem dadurch aus, dass es ein gehöriges Maß an Entbürokratisierung ist. Einfach an Erleichterungen, die sich aus der Praxis heraus ergeben haben für Personengruppen, die sehr viel mit Waffen zu tun haben. Schon angesprochen sind die Sportschützen. Da ist es uns wirklich gelungen, meine ich, einen Teil von bürokratischen Schikanen, die es dort in der Vergangenheit gegeben hat, schon fast eine Pflanzerei in bestimmten Bereichen, einfach beiseite zu legen und einen praktischen Weg zu finden. Ähnlich sehe ich das im Bereich der Jäger. Es ist ja eine große Gruppe, 120.000 Menschen, die dieser wichtigen Beschäftigung auch nachgehen.
Auch hier haben wir dafür gesorgt, dass es eine Anpassung zwischen den Regeln für diejenigen, die regelmäßig, aber eben nicht als Berufsjäger der Jagd nachgehen, und denjenigen, die hier sozusagen einen Beruf ausüben. Und schon sehr, sehr wichtig auch und angesprochen ist aus meiner Sicht die Notwendigkeit, dass wir Justizwachebeamte und Militärpolizisten den Exekutivbeamten gleichstellen, wenn es um die Trageerlaubnis von Waffen geht. Das ist nichts anderes, als dass wir Gleiches gleich behandeln. Und ich denke, dass das ein vernünftiger Ansatz ist, denn diese von mir angesprochenen Berufsgruppen, die haben täglich mit der Waffe umzugehen, die sind bestens geschult im Umgang mit der Waffe, die sind darauf trainiert, die haben es im Allgemeinen auch in ihrem beruflichen Alltag mit, sagen wir es einmal vorsichtig, mit einer etwas schwierigen Kundschaft zu tun, von der durchaus ein gewisses Bedrohungspotenzial ausgeht. Und wie gesagt, Militärpolizisten und Mitglieder der Justizwache haben ein Betätigungsfeld, das demjenigen der Polizisten sehr, sehr ähnlich ist. Und deswegen finde ich es nur gerecht, wenn wir ihnen die gleichen Zugangsmöglichkeiten zum Führen einer Waffe ermöglichen, wie das bei Polizisten der Fall ist. Für mich ist das auch eine Form der Anerkennung diesen Berufsgruppen gegenüber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und schon angesprochen und mir wichtig ist die eine oder andere Verschärfung, die es gegeben hat im Bereich der psychologischen Gutachten. Ich denke, dass es notwendig gewesen ist, hier irgendwo auch eine Grenze einzuziehen und dafür zu sorgen, dass wenn jemand dreimal dann bei diesem Test auch durchfällt, dass es dann eine Abkühlphase oder eine Stehzeit von 10 Jahren gibt, bis man es dann wieder versuchen kann. Ich denke, bei aller Berechtigung für den Waffenbesitz ist es durchaus auch notwendig, dafür zu sorgen, dass nicht die falschen Personen diejenigen sind, die in den Besitz einer Waffe kommen. Eine Waffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kein Spielzeug. Eine wesentliche Komponente, auch die wurde schon angesprochen, ist die Ausweitung des Waffenverbots für bestimmte Drittstaatsangehörige, betrifft insbesondere Asylwerber und Asylberechtigte. Die tragischen Fälle aus den letzten Tagen und Wochen sind schon genannt worden. Und das, was wir hier machen, ist keine Ad-hoc-Aktion. Es ist sozusagen nicht das, was man hin und wieder vorgeworfen bekommt, dass wir hier populistisch reagieren und irgendwelche tragischen Fälle ausnutzen wollen, sondern wir erfüllen damit ein Erfordernis, das sich stellt, weil die Bevölkerung es sich erwarten kann, dass wir insgesamt vor dem Hintergrund von gestiegenen Messerattacken, wo es nun einmal eine Tatsache ist, dass Afghanen, dass Tschetschenen und dass Türken auf dieser Liste ganz, ganz oben sind, dass wir hier zu entsprechenden Gegenmaßnahmen greifen. Und eine dieser Gegenmaßnahmen, das ist eben die Ausweitung des Waffenverbots auf Asylwerber und Asylberechtigte. Und ich habe natürlich auch in der Vergangenheit und in Debatten, wenn auch hier und heute nicht, aber so doch in politischen Diskussionen mir dafür anhören müssen, dass das ein Akt der Diskriminierung wäre, der hier sozusagen von uns politisch auf den Weg gebracht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Vorwurf kann ich sehr, sehr gut leben, wenn es uns mit dieser Maßnahme gelingt, die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung wieder um ein Stück zu erhöhen. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl fasst in seiner Rede die Eckpunkte des neuen Waffengesetzes noch einmal zusammen. Und nächster Redner, Hannes Amesbauer von der FPÖ. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Ja, wir haben es jetzt in der Debatte schon öfters gehört. Die gegenständliche Novelle des Waffengesetzes hat eine EU-Richtlinie zugrunde. Und ich mache aus meinem Herzen jetzt keine Mördergrube und muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese EU-Richtlinie als nicht besonders optimal ansehe, als nicht besonders klug ansehe, als nicht notwendig ansehe und in manchen Bereichen auch als überschießend ansehe. Wir haben die Verpflichtung, diese Richtlinie umzusetzen, und ich denke, das ist recht gut gelungen. Warum finde ich diese Richtlinie überschießend? Weil ich denke, dass es am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Die EU-Kommission ist hergegangen, beginnend mit den Terroranschlägen in Paris, die uns alle in tragischer Erinnerung sind, und hat gesagt, na, jetzt machen wir diese Richtlinie. Was mich aber besonders stört, die Richtlinie und vor allem der ursprüngliche Entwurf der Richtlinie, der ja auch vom EU-Parlament Gott sei Dank abgemildert wurde, hat ausschließlich auf die legalen Waffenbesitzer hingezielt, war
dafür gedacht, die Legalwaffenbesitzer zu kriminalisieren. Und ich bin der Meinung, auch die EU sollte ihr Hauptaugenmerk vor allem darauf legen, den illegalen Waffenhandel und den illegalen Waffenbesitz effektiv zu bekämpfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Bundesregierung und das Parlament, das Gesetzgeber, und da freut mich auch die breite Zustimmung, hat einen Mittelweg, wie es der Herr Minister gefunden hat. Man wird es nie jedem recht machen können, den einen ist es zu wenig scharf, den anderen ist es zu liberal. Ich finde, wir haben es gut gemacht. Ein Waffengesetz sollte so streng als nötig sein, aber ein Waffengesetz sollte auf keinen Fall Jäger, Sportschützen, Waffensammler oder auch Menschen, denen es gesetzmäßig zusteht, zum Eigenschutz, zum Selbstschutz zu Hause eine Schusswaffe bereitzuhalten, denen sollten wir das Leben nicht schwer machen, und das machen wir auch nicht. Als Jäger möchte ich insbesondere auch auf die Situation der Jäger eingehen, und da hat es wirklich zahlreiche Erleichterungen gegeben, vor allem auch Verwaltungserleichterungen. Der Schalldämpfer ist angesprochen worden. Man muss sich das so vorstellen, dass Jagdgewehre bis zu 165 Dezibel erreichen können. Ab dem Bereich von 120, 130 Dezibel kann schon Gesundheitsgefährdung auftreten. Das geht von Ohrenschmerzen bis zum Tinnitus, bis zu akuten Gehörverlust, also Taubheit. Das wollen wir so nicht. Es ist nicht immer praktisch, mit dem Gehörschutz im Revier, vor allem auf der Birsch, unterwegs zu sein, und das ist eine sinnvolle Sache. Und da muss man auch mit ein paar Märchen aufräumen, was man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Ein Schalldämpfer reduziert den Mündungsknall. Der Schuss ist deshalb nicht leise, aber eben nicht mehr gesundheitsgefährdend. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für den Schützen wichtig, das ist für den Jagdhund wichtig, also auch im Sinne des Tierschutzes. Es ist für die Ruhe im Revier von Bedeutung, und es reduziert auch noch den Rückstoß, was für einen sicheren Schuss, für einen sicheren Treffer und somit auch für das Tierwohl des erlegten Windes von großen Vorteil ist. Ja, dass man mit dem Jagdschein und der Waffenbesitzkarte jetzt auch im Revier die Kurzwaffe führen darf, das ist sehr, sehr sinnvoll. Wir brauchen das zur Nachsorge. Wir brauchen das in unwegsamen Gebiet, wo man mit der Langwaffe nicht so gut unterwegs ist. Wir brauchen das in Gebieten, wo es zu gefährlich wäre, vor allem auch in bewohnten Gebieten, wo ein Fangschuss zum Beispiel bei Verkehrsunfällen angebracht und notwendig ist, dass es zu keinen gefährlichen Querschlägern kommt. Und wir brauchen es auch, um wehrhaftes Wild, sprich Schwarzwild, abzuwehren. Und Frau Kollegin Grisper, ich weiß nicht, wie viel Ahnung Sie von der Jagd haben, aber ich wünsche es Ihnen nicht, dass Sie es versuchen, ein angeschweißtes, sprich angeschossenes Wildschwein mit einem Knicker, sprich mit einem Jagdmesser zu erlegen, weil das würde sehr, sehr böse ausgehen und in diesem Fall nicht für die Wildsau. Die dem neuen Waffengesetz zugrunde liegende EU-Richtlinie bezeichnet Hannes Amesbauer von der FPÖ als nicht notwendig und teilweise überschießend. Letzter geplanter Redner, Johann Höfinger, ÖVP. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Eben von Seiten der Jagd ist diese Novelle sehr zu begrüßen, sind doch wirklich viele Elemente drinnen, die Gesundheitsschutz in Zukunft verstärkt ermöglichen. Es wird eben möglich sein, diesen besagten Schallminderer einzusetzen, der den Schussknall deutlich reduzieren wird, aber nicht ganz vermindern wird, ihn nicht ganz leise machen wird. Er wird noch weithin hörbar sein, aber trotzdem wird es für die Gesundheit eine wesentliche Grundlage sein, um Gehörschäden in Zukunft zu vermeiden, sowohl für Jägerinnen und Jäger als auch für die Tiere, für die Jagdhunde, die sie auf der Jagd begleiten. Weiters wird es eben möglich sein, bei der Erfüllung, und das möchte ich sehr wohl betonen, bei der oft verantwortungsvollen Verpflichtung, auch Waffen der Kategorie B zu führen. Das ist wirklich insofern wichtig, wenn es um die Nachsuche von verletzten Tieren geht, um den eigenen Leib, das eigene Leben zu schützen, aber auch das der Jagdhunde. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind oft nicht nur Schussverletzungen, sondern sehr oftmals auch durch Verkehrsunfälle verursachte Verletzungen, die diese Tiere erleiden und danach gesucht werden müssen. Und wie es angesprochen wurde, vor allem bei Situationen mit Schwarzwild kann das wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Und im Dickicht, im Jungmais mit Langwaffen zu hantieren, ist schwierig, oft gar nicht möglich.
Und daher, wie gesagt, sind Kurzwaffen in dieser Art und Weise wesentlich besser einzusetzen. Das Zweite, auch bei verletzten Tieren durch Verkehrsunfälle in unmittelbarer Nähe von Straßen oder bewohnten Gebieten. Auch hier sind Kurzwaffen, kleinkalibrige Kurzwaffen, wesentlich besser einzusetzen, weil der Wirkung und damit auch der Gefährdungsradius immens eingeschränkt ist gegenüber großkalibrigen Gewehren und daher, wie gesagt, auch für die praktische Ausübung von uns von enormer Bedeutung ist. Und ich möchte mich wirklich auch bei allen sehr, sehr herzlich bedanken im Vorfeld, dass dies jetzt möglich wurde. Es erleichtert uns die Arbeit in der Praxis in den verschiedensten jagdlichen Situationen sehr und auch für die sachliche Diskussion, die geführt wurde, damit wir heute dieses Paket gemeinsam beschließen können. Vielen herzlichen Dank. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit gelangen wir nun zu den Abstimmungen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 421 der Beilagen. Hierzu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Dr. Crisper, Kolleginnen und Kollegen vor. Ich werde daher zunächst über die vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffern 41, 44, 45 und 81 in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich bitte jene Damen und Herren des Hohen Hauses, die sich dafür aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Ich komme schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer spricht sich hierfür aus? Das ist auch mit Mehrheit so angenommen. Und wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Ich ersuche jene Damen und Herren, die in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit in dritter Lesung auch so angenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 421 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Abnahme der Jagdkarte bei Verhängung eines vorläufigen Waffenverbots. Wer spricht sich hierfür aus? Das ist einstimmig so angenommen. Damit gelangen wir nun zum siebten Punkt der Tagesordnung. Bericht des Ausschusses über Der siebte Tagesordnungspunkt betrifft ein Katastrophenhilfeabkommen mit Russland. Ein solches ist bereits seit April 2007 im Gespräch. Jetzt wird es aber konkret. Russland und Österreich sollen sich dabei helfen, mögliche und eingetretene Katastrophen zu bekämpfen. Ziel ist es, im Katastrophenfall rasch und unbürokratisch Einsätze und andere Hilfeleistungen zu ermöglichen. Das ist der Redner Reinhold Einwallner von der SPÖ. Reinhold Einwallner. Danke, sehr geehrte Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, wir behandeln hier ein Abkommen mit der Russischen Föderation, die das Regeln festlegt, wie man sich im Katastrophenfall wechselseitig unterstützen kann. Dieses Abkommen beinhaltet einerseits Regeln, wie man Einsatzkosten, Schadenersatz und Entschädigungen untereinander verrechnet und auf der anderen Seite auch, wie man Erleichterungen beim Grenzübertritt und die Art und der Umfang der Hilfeleistung gegeben wird. Österreich hat mit sehr vielen Ländern solche Abkommen oder ähnliche Abkommen, allerdings nicht mit allen. Und auch nicht mit allen Nachbarländern, muss auch betont werden, zum Beispiel mit Italien gibt es ein solches Abkommen nicht. Unsere Fraktion steht solchen Abkommen natürlich nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Im aktuellen Fall, Herr Bundesminister, sehen wir den Zeitpunkt des Abkommens allerdings für sehr, sehr kritisch. Wir sind der Meinung, dass es der falsche Zeitpunkt ist, jetzt so ein Abkommen abzuschließen. Ich denke, die aktuelle Situation in Russland dürfen wir da nicht aus dem Blick verlieren.
Das ist einerseits außenpolitisch wie auch sicherheitspolitisch ein falsches Signal, das wir hier aussenden, gerade im Lichte der aktuellen Ereignisse auf der Krim oder auch die demokratiepolitischen und menschenrechtspolitischen Entwicklungen, die in Russland eindeutig in die falsche Richtung gehen. Aus diesem Grund haben wir auch im Ausschuss dafür plädiert, dieses Abkommen zu vertagen und nicht zum jetzigen Zeitpunkt zu ratifizieren. Meine Damen und Herren, da es mir jetzt noch erlaubt ist, die Redezeit erlaubt mir noch ein, zwei Gedanken auch zu dem eben beschlossenen Waffengesetz zu formulieren. Und ich sage Ihnen, ich bin sehr, sehr froh, dass es uns im Rahmen der Ausschussberatungen gelungen ist, noch zwei Verschärfungen mit dem Abänderungsantrag und mit dem Entschließungsantrag hier rein zu verhandeln und einzubringen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige und essentielle Verbesserung dieses Waffengesetzes. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Grenzen der Liberalisierung mit dieser Novelle im Waffengesetz auch erreicht haben. Ich persönlich sehe privaten Waffenbesitz sehr, sehr kritisch, weil wir damit die Sicherheit auf keinen Fall aus meiner Sicht erhöhen. Dass durch intensiven Waffenbesitz, dass es dadurch nicht zu mehr Sicherheit kommt, sehen wir bei allen aktuellen Krisenfällen weltweit. Und so schaffe ich den Bogen wieder zu Russland. Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Stelle beenden wir die Live-Übertragung aus dem Nationalrat. Den weiteren Verlauf der Sitzung können Sie ab 0.40 Uhr hier in ORF 3 zeitversetzt sehen und nach der TV-Ausstrahlung freilich auch in der TV-Tick. Morgen geht es dann ab 9 Uhr weiter mit dem zweiten Plenartag, unter anderem mit dem Bildungspaket und einer Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz zur EU-Ratspräsidentschaft. Hier in ORF 3 meldet sich gleich meine Kollegin Christine Meyer-Bohusch mit Österreich heute. Wir hoffen, Sie sind morgen auch wieder live dabei. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, werte Damen und Herren des Hohen Hauses. Österreich hat mit allen Nachbarländern außer Italien. Österreich heute gleich mit diesen Themen. Ein 46-jähriger Vorarlberger wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er soll Kinder sexuell missbraucht haben. Und der 17-jährige Flüchtige, der verdächtigt wird, seine Freundin erstochen zu haben, stellt sich heute der Polizei und wird festgenommen. Das und mehr gleich bei uns. ORF 3 am Kulturdienstag. Was schätzen Sie im Advent? Farbenfroh verzierte Bauernkästen aus dem 19. Jahrhundert, nostalgisches Spielzeug aus längst vergangenen Zeiten und vergoldete Kommodenuhren. Eine weihnachtliche Schatzsuche. Das ist das beste, schönste und wertvollste Bild, was wir in dieser Sendung jemals gehabt haben. Was schätzen Sie? Heute, 20.15 Uhr, ORF 3. Erbe Österreich am Kulturdienstag. Diesmal in Erbe Österreich. Peter Rossecker, Waldbauernbub und Revolutionär. Wer war der Dichter, der eine so schwindelerregende Karriere hinlegte? Ein sozialer und ökologischer Visionär, ein Querdenker und Humanist oder nur ein durchschnittlicher Volksdichter mit einem Hang zum Banalen? Danach das Murtal, Leben im Einklang. Landschaft, Kultur, Brauchtum und Menschen, die die Region prägen. Und im Anschluss Geschichten aus dem Jogelland. Solche Rauchkuchen hat es früher in Jogelland in jedem Haus gegeben. Wir selber haben noch bis 1977 da gelebt. Peter Rossecker, Waldbauernbub und Revolutionär. Das Murtal. Leben im Einklang und Geschichten aus dem Jogelland. Heute ab 21.05 Uhr. ORF 3. Ein Vorarlberger wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der 17-jährige Mordverdächtige stellt sich der Polizei. Das Wetter wird kalt und teilweise sonnig.
Guten Abend, herzlich willkommen bei Österreich heute. Ein 46-jähriger Vorarlberger wird am Landesgericht Feldkirch wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er soll zwischen 2003 und 2014 sechs Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, pornografische Darstellungen von Minderjährigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses. Wegen dieser und weiterer Vergehen hat sich der 46-jährige Angeklagte vor Gericht verantworten müssen. Unsittliche Berührungen hat er zugegeben, schweren Missbrauch aber abgestritten. Laut Gerichtssprecher ist das Schöffengericht der Anklage im Großen und Ganzen gefolgt. Neben dem Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin soll sich der Mann zwischen 2003 und 2014 auch an weiteren Buben vergangen und die Taten teilweise gefilmt haben. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei auf dem Computer des Angeklagten tausende Fotos und Videos von nackten Kindern entdeckt. 13 Jahre Haft ist ein Urteil, das in dieser Höhe nicht alle Tage vorkommt, auch nicht bei einem Missbrauchsprozess. Für Verteidigerin Olivia Lerch ist das Strafmaß viel zu hoch ausgefallen, zumal ihr Mandant unbescholten sei. Das Schöffengericht muss aber offenbar einiges Erschwerendes gesehen haben. Etwa die Tatsache, dass mehrere strafbare Handlungen zusammengekommen sind und dass sich die Taten über einen längeren Zeitraum erstreckt haben. Die Verteidigerin hat gleich nach der Urteilsverkündung eine Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Der lange Arm der italienischen Mafia reicht offenbar bis nach Österreich. 37 Millionen Euro Mafia-Geld werden in Österreich jetzt sichergestellt. Die Beschuldigten gehören einem italienischen Mafia-Clan an, der in Süditalien unter anderem im illegalen Glücksspiel mitmischt. Das Geld war auf Konten sowie in Privatstiftungen einer Firma und in Wertpapieren geparkt. 70 Festnahmen in Sizilien, Kalabrien und Kampanien. Das ist die Bilanz einer Operation der italienischen Polizei gegen die Mafia Mitte November. Auf der Suche nach dem Mafiageld bitten die Carabinieri die österreichischen Ermittler um Hilfe. In Innsbruck und Wien haben Verdächtige Wohnungen gekauft und auch Geld in Österreich veranlagt. In 3 Wochen intensiver Arbeit kommen die Ermittler insgesamt 37 Millionen Euro auf die Spur und können das ganze Geld sicherstellen. Es ist versucht worden, da 5 Millionen abzuheben über Mittelsmänner. Ist nicht gelungen, weil eben die Kooperation mit den Banken sehr, sehr gut war und wir entsprechend schnell das geschafft haben, dass wir das sicherstellen können. Hier im 3. Bezirk in Wien sind die Privatstiftungen gemeldet, in denen ein Großteil des Geldes angelegt war. Es stammt vor allem aus illegalen Online-Wetten. Die illegalen Gewinne aus den Wettaktivitäten müssen dann weiß gewaschen werden. Und hier nimmt man dieses Geld und investiert es dann in den regulären Betrieb. So sukzessive funktioniert diese Waschmaschine, um diese Gewinne dann weiß zu waschen. Einige Verdächtige, die in Italien festgenommen wurden, haben zeitweise in Österreich gelebt. Verhaftungen in Österreich hat es aber keine gegeben. Tatsache ist eben, dass es Aktivitäten von verschiedensten Clans in Österreich gibt und die aber hauptsächlich im Bereich der Geldwäsche stattfinden, also in dem sogenannten White-Collar-Bereich, wo man Wirtschaftskriminalität, wo man eben Anlage des inkriminierten Vermögens macht, aber tatsächlich nicht vor Ort operiert. Wie andere Staaten sei Österreich für die Mafia vor allem ein sicherer Rückzugsort, um ihr Geld zu veranlagen. Das Hüpfen am Trampolin macht Spaß, ist aber auch gefährlich. Mediziner der Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie warnen vor Unfällen in Indoor-Trampolinparks. Die Zahl der verletzten Kinder habe sich von 2017 auf 2018 verdoppelt. Die Gefahr werde vielfach unterschätzt. Der Trend kommt aus Amerika. In Trampolinparks kann kreuz und quer gesprungen werden. Allerdings ist die Landung nicht immer sanft. In der Kinder- und Jugendchirurgie des LKH Graz hat sich die Zahl der Verletzungen in Trampolinparks seit dem Vorjahr verdoppelt. Die typischen Verletzungen durch Trampoline sind Knochenverletzungen, aber auch Gelenksverletzungen, Brüche bis hin zu offenen Brüchen, die im Gips behandelt werden können, aber häufig auch operiert werden müssen. Mehr als 100 Kinder sind heuer schon wegen Verletzungen in Trampolinparks am LKH Graz behandelt worden. Jede Woche müssen auch 1 bis 2 Kinder operiert werden. Gerade im Wachstum können derartige Verletzungen Folgen haben. Wenn es im Bereich der Wachstumsfugen zu Frakturen kommt, dann kann es Wachstumsstörungen geben, Fehlwachstum, Fehlstellungen
Und bei Gelenksausrenkungen generell kann es auch trotz guter primärer Versorgung langfristig zu Bewegungseinschränkungen kommen, die dann tatsächlich nicht mehr ohne Folgen weggehen. Damit das verhindert wird, mahnt der Verein Große Schützen Kleine zur Vorsicht. Nicht die Kinder einfach nur abgeben und warten, dass sie wiederkommen. Sie sind nicht im Kino mit diesen Kindern, wenn wir zum Beispiel Geburtstagsfeiern sind, sondern sie sind in einem Hochleistungssportgerät. Und das muss klar sein. Gemeinsam mit dem Landesturnverband regt Große Schützen Kleine an, dass in Trampolinparks Kurse angeboten werden sollen. Außerdem brauche es fachkundiges Personal. Wir würden uns ja wünschen, dass in den Indoorparks wie bei Turnvereinen auch Mitarbeiter da sind, die einfach je nach Fähigkeit, je nach Körperbau, je nach Sportlichkeit des Kindes helfen. Das wäre, glaube ich, die beste Prophylaxe für schwere Verletzungen. Damit der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht und Krankenhausbesuche wieder seltener werden. Nach dem Mord an einer 16-Jährigen in Steyr stellt sich heute der verdächtige Freund des Mädchens der Polizei. Die ganze Geschichte nach weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Nach dem Zusammenstoß von 5 Gondeln im Skigebiet Hochzillertal ergeben die Untersuchungen keinen technischen Defekt. Vielmehr hat eine ungewöhnlich starke Windböe eine Gondel erfasst und diese hat sich dann bei einer Stütze verkeilt. Die anderen Gondeln sind aufgefahren, weil es bei Stützen keine automatische Überwachung gäbe, die das System stoppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Hilfe durch die Spitalsärzte hätte schneller kommen können. Das ist das Ergebnis eines Prüfberichts im Fall jenes Mannes, der Anfang November an den Folgen eines Herzinfarkts vor dem Krankenhaus Göttlicher Heiland gestorben ist. Aus Sicht der Gesundheitsbehörde der Stadt Wien hätte im Spital gleich ein Herzalarm ausgelöst werden müssen. Damit hätten Rettungsteams mit der entsprechenden Ausrüstung schneller am Einsatzort sein können. Am Landesgericht Feldkirch ist heute ein 43-jähriger Mann zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Er hat im Juli alkoholisiert mit einem Traktor einen tödlichen Unfall verursacht. 2 Menschen sind damals gestorben, als der Anhänger in ein Bachbett gestürzt ist. Der 17-jährige Bursche, der unter Mordverdacht steht, ist gefasst. Die Polizei nimmt den Flüchtigen heute Mittag in Wien fest. Der Jugendliche soll am Sonntag in Steyr seine 16-jährige Freundin in ihrem Zimmer erstochen haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei hat europaweit gefahndet. Der Verdächtige stellt sich heute der Polizei in Wien-Floridsdorf. Dem Beamten ist rasch klar, der Afghane ist auf dem Weg nach Wien. 2-mal soll er sich mit seinem Handy eingeloggt haben, beide Male in Niederösterreich. Und aufgrund des Bewegungsprofils ist den Ermittlern rasch klar, der 17-Jährige ist mit dem Auto unterwegs und er will nach Wien. Und wirklich, kaum ist der Bursche in Wien angekommen, geht alles Schlag auf Schlag. Hier am Bahnhof Floridsdorf greift der 17-Jährige zu seinem Handy und meldet sich bei der Polizei. Ich bin der, den ihr sucht, soll er gegenüber dem Beamten gesagt haben. Danach wartet er, bis die Beamten eintreffen und lässt sich widerstandslos festnehmen. Angeblich soll ihn ein Freund dazu überredet haben, sich der Polizei zu stellen. Hier in diesem Haus in Steyr findet die Mutter ihre getötete Tochter, kurz nach 23 Uhr am Sonntag. Die Tür zu ihrem Zimmer ist mit einem Kasten verstellt. Trotzdem gelingt es der Mutter, diese zu öffnen. Im Zimmer liegt die tote 16-Jährige mit 2 Stichen im Rücken. Einer davon ging in die Lunge, ihr Todesurteil. Das Fenster steht offen, so hat der Afghane vermutlich die Flucht angetreten. Seither ist der Bursche untergetaucht. Unklar ist derzeit auch noch, ob der Freund des Afghanen auch derjenige war, der ihn mit dem Auto von Steyr nach Wien gebracht hat. Ebenso wie die Frage, wo die Tatwaffe geblieben ist. Spätestens morgen soll der Afghane dann nach Oberösterreich überstellt werden und dann werden vermutlich auch diese Fragen von dem Burschen beantwortet werden. Heftige Schneefälle führen in der Obersteiermark zu schweren Verkehrsunfällen. Auf der Enstal-Bundesstraße stößt ein Sattelschlepper mit 3 Autos zusammen. Mehrere Personen